So Leute, ich bin's wieder, MC Aschel, und es war sogar ein bisschen mehr als das Deck, aber wir haben ja noch Kohle. Ich denke mal, die werden wir dann auch mit als erstes abbauen lassen. Ah ne, wir haben ja. Also wir könnten rein theoretisch das Programm, denn wir kriegen die Puzzleteile ja wieder. Und von daher ist, passt das denn auch. Können wir dann jederzeit die Puzzleteile, die wir haben, verwenden. Diamant wollen wir haben. Überführbar haben wir eigentlich. 8 Stück. Habe ich eigentlich. Aber sind ja noch nicht alle drin gelangt, denke ich. Nein. Wie gesagt, ich hoffe, dass der Apfelbaum dann mal wächst. Dann kann ich nämlich Item Life Upgrades reinhauen. Und meine Holzkohle ist schon wieder aus. Gut, das wird sich dann hoffentlich demnächst. Also, was heißt aus? Die letzten habe ich da reingeschmissen und hier habe ich nur Eisen. Aber das wird nicht viel helfen. Da werde ich dann wahrscheinlich erstmal den vorzüglich Kohle abbauen. Wenn ich dann sage, okay, meine Holzfarm ist jetzt erstmal egal. Weil das Programm, wie gesagt, ich programmiere das dann einfach schnell um. Die Puzzleteile kriege ich wieder. Und wenn ich dann halt neue brauche, dann crafte ich schnell halt neue. Aber ansonsten werde ich, denke ich mal, erstmal. Muss ich gucken, wie viel die Holzfarm abwirft. Wenn zu wenig ist, dann gehe ich halt kurz mal auf. Was anderes. Diamant haben wir jetzt auch schon bekommen. Jetzt brauchen wir 4 rote, ein Glasspane, ein Redstone Torch. 4 rote nochmal. Davon habe ich glaube ich nicht immer, davon müsste ich aber auch mal eine Handvoll oder so immer bereithalten, wie von den schwarzen und den hier. Denn davon braucht man immer mal was. Das steht schon mal fest. Weil für die ganzen Sachen, die man hier zum Craften braucht, was wollte ich jetzt sagen? Nicht die, die man zum Craften braucht, sondern. So, habe ich bloß aufgespielt. Ah, gut, hat geklappt. Sondern für die ganzen Dinger, die man hier. Transistoren und Kapazitoren, da braucht man die ja öfter mal. Habe ich schon wieder keinen Dampf? Doch, aber der kommt nicht so schnell hinterher, glaube ich. Ja. Gut, wie gesagt, Glasspane habe ich auch noch. Oder müsste ich eigentlich noch haben? Genau hier. Und eine Redstone Torch ist auch nicht sonderlich schwer, sag ich mal vorsichtig. Dann da müsste ich eigentlich mal gucken, ob die Sticks eigentlich gehen. Aber müsste ich eigentlich aus dem normalen. Davon habe ich ja zum Glück wieder eine Menge, da ich eine Menge Holz wieder gefarmt habe. Den größten Teil habe ich schon wieder weggeschmissen. Also, größten Teil. Einen relativ großen Teil, sagen wir es mal so. Denn so viel Sticks brauche ich dann, denke ich mal, doch nicht mehr. Vor allem, wenn ich meine Farm gleich noch habe. Ja, das wird dann noch schön. Die Sticks lasse ich dann übrigens erstmal zusammen mit dem Holz lagern. Oder mit den Setzlingen, denke ich mal, leer wahrscheinlich. Gut, da muss ich kurz mal gucken. Diamant unten, das da, das da. Da haben wir unser GPS-Tool. Damit können wir Rechtsklick auf den Boden machen und der nimmt dann Position. Hat übrigens unendlich. Lebensdauer, das heißt, also zumindest sehe ich nicht, dass er da irgendwie Schaden nimmt. Und damit klicken wir jetzt einfach irgendwo Rechtsklick und damit können wir dann die Position setzen. Wir haben natürlich nur eins, aber das ist trotzdem völlig egal. Das kann man über, sobald man eine Koordinate da gespeichert hat. Das werde ich euch im entweder nächsten oder in diesem Part schon zeigen. Da können wir damit anfangen. Also mit einem reicht vollkommen schon aus. Gut, dann haben wir das jetzt auf jeden Fall schon mal. Dann braucht das Ding, wie gesagt, jetzt nur noch diese Dinger. Dazu brauchen wir ja Eisen. Das bin ich ja gerade am Herstellen. Und das werde ich jetzt auch gleich nochmal wieder anschmeißen hier halt. Braucht nur einen Wahnsinn. Und was ich auch noch wieder brauche, sind Hammer. Davon werden wir gleich noch ein paar herstellen. Wie gesagt, wir werden das Ding dann erstmal großräumig dafür einsetzen, unser Holz zu automatisieren. Gut, dann bereite ich jetzt das, wie gesagt, erstmal kurz vor. Das war hier, was suche ich denn schon wieder? Sticks habe ich da unten. Das war, das soweit schaffen, eventuell in diesem Part. Und wenn nicht, wird spätestens im nächsten Part. Wie gesagt, das möchte ich jetzt auch möglichst ausführlich erklären. Also so ausführlich ist nun mal nötig und geht. Nötig ist und geht.
Und ja, da werden wir dann gleich mal gucken. Also, wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. So, Leute, weiter jetzt auch schon. Wir stellen mal die Printed Circuits Board her. 6 Stück. Und dann kommt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kommen dann da jetzt jeweils rum. Da haben wir den Start oder was weiß ich. Da haben wir dann dieses Abbauen. Jetzt haben wir diese Export into Inventory. Jetzt haben wir diesen Filter. Und jetzt holen wir halt noch die ganzen anderen Dinger. Das Aufsammeln und das ist der Start. Das andere war die Area, was warten. So, die brauchen wir jetzt nur im Inventar haben. Und wenn wir alles haben, dann ist es erstmal da grün. Und dann können wir das Ding programmieren. Aber dumm wäre es ja jetzt nur, wenn wir das Ding programmieren und hätten ja noch keine GPS-Koordinaten. Deswegen werden wir das mal als nächstes machen. Ich räume erstmal nur kurz meine Hammer weg. Du kannst darin, du kannst darin, du kannst tauchen. So, den Rest nehmen wir erstmal mit. Und dann holen wir uns erstmal das GPS-Tool. Gut, dann würde ich doch erstmal sagen, ich gehe da erstmal rüber und wir legen uns erstmal fest, was wir denn überhaupt da für einen Bereich abfarmen wollen. Ein Teil muss ich dann eventuell noch nachcraften. Und zwar brauchen wir noch das Teil, damit wir halt die Setzlinge auch wieder pflanzen. Da werden wir dann das im nächsten Teil gleich nochmal craften. Das ist aber jetzt erstmal nebensächlich. Weil ich sag hier dann gleich ein Gebiet. Sagen wir mal, wir machen das Gebiet denn hier gleich. Wo ich dann sage, okay, von komplett oben bis komplett unten wird abgefarmt. Und ich platziere den einfach neu. So, ich gehe mal jetzt in Game Mode. Hab das gerade schon ein paar Mal getestet, ob das so geht. Dann holen wir uns mal kurz einen Angel Block. Könnten wir uns rein theoretisch auch craften. Obsidian, 2 Federn, 1 Gold. Den platzieren wir einfach mal hier rechts. Kann man in der Luft frei platzieren. Mal Rechtsklick drauf, haben die eine Koordinate. Das lassen wir mal kurz so. Wie gesagt, da bietet es sich einfach an Game Mode oder wir müssen uns hochbauen. Aber ich denke mal, damit es schneller geht, lassen wir das so. So, Rechtsklick, dann hier oben auch Rechtsklick drauf. GPS 1. So, und jetzt, wie gesagt, es geht hier über ein gewisses System, wie das gemacht wird. Der nächste, den wir dann jetzt machen würden, denke ich mal, kann man hier platzieren. Er nimmt dann zwar eventuell ein paar Kakteen alles, ein paar Kürbisse mit, aber das ist dann erstmal egal. So, also wieder Rechtsklick und diesmal aufs zweite und da. Und jetzt können wir uns Show Area anmachen. Wir haben ja Filled, das heißt, der komplette Bereich, den wir da gekennzeichnet haben, der wird gefällt. Alles, was da drin ist, wird gefällt. So, Rechtsklick, Stop Showing Area. Ich muss mal meinen Timer überhaupt wieder anmachen. Diesen Bereich können wir jetzt natürlich auch nutzen. Wenn wir dich jetzt hier mal wegnehmen, dann können wir. Die beiden brauchen wir jetzt und dich Mittelmaustaste einfach nehmen und da unten ran kopieren. Jetzt sammelt er nämlich in dem gleichen Bereich auch die Sachen wieder auf. Wie gesagt, den Filter haben wir schon gesetzt, den Filter haben wir schon gesetzt. Das Einzige, was wir jetzt noch brauchen, ist eine Truhe, die wir angeben. Da habe ich diese Truhe. Die sagen wir mal, ja, die Truhe, die steht möglichst da, wo sie nicht abkommt oder abhanden kommt. Hier, da es eine Doppeltruhe wird, machen wir dann den zweiten auch daneben. Heißt, da erstmal die eine Koordinate. Die kommt jetzt hier bei der Truhe. Linksklick, du da. Und jetzt nehmen wir gleich hier Rechtsklick, die andere. Zack, und dann haben wir die zweiten Koordinaten. Und das kommt jetzt halt da bei Punkt 2 rein. Zack. Das haben wir da. Das ist jetzt die für die Setzlinge. Da kommen nur die Setzlinge rein. Der Rest kommt in einer anderen Truhe.
Die werden wir dann mal aber in die Nähe stellen, dass er nicht so weit fliegen braucht. Die andere stellen wir hier hin. Das ist da die eine. Das ist auch jetzt egal, ob die Truhe da steht oder nicht. Es wird später ja eine Truhe da stehen, von daher passt es dann. So, Linksklick. Man kann übrigens andere Modes einstellen, aber wir in unserem Fall brauchen, jetzt muss ich kurz mal gucken, 100, 216 und 100, minus 8673. Okay, habe ich den richtig in Erinnerung? Und ja, dann kommt das jetzt noch bei 2 rein. Und dann haben wir die beiden da auch schon. Warum hast du die nicht gespeichert? Gut, dann machen wir das Ganze normal, wenn er es nicht übernommen hat. Also die eine Truhe ist hier vorne. Dann mal das linke. Die kommt hier oben rein. Links. Jetzt haben wir es. Jetzt hat er links gespeichert. Jetzt kommt das rechte hier noch dazu. Und dann haben wir gleich den zweiten Punkt für unsere erste Truhe. Punkt 2. Paar mehrfach links klicken. Und schön mit Escape rausgehen, dann passt das auch. Genau. X1, X2. So, Area ist wieder füllt. Soll ja auch so sein. Jetzt kommt die andere Truhe, da fangen wir mal wieder hinten an. So. Falls es eine Truhe ist, die ihr dann macht, einfach Shift-Rechtsklick, aber da es jetzt andere Blöcke sind, brauchen wir das in unserem Fall noch nicht machen. So, Escape wieder raus, da hat er den jetzt auch gespeichert. Ich bin vorhin, glaube ich, über eine andere Taste rausgegangen und dadurch hat das nicht. Also wie gesagt, Shift-Rechtsklick, falls es eine Truhe wäre. Deswegen habe ich gerade mal gezeigt. Es kann auch ein fester Block sein, wenn er da Shift-Rechtsklick macht, geht auch nicht schief. So, dann haben wir das gespeichert. Dann haben wir die befüllt, die befüllt, die befüllt, die befüllt. High to low. Pickup haben wir. Export to Inventory und Export to Inventory. Genau. Das ist erstmal so das Basismodell. Ist jetzt erstmal semi-automatisiert, aber damit ich erstmal mehr Eisen schmelzen kann. Ah ne. Creative Mode weg. Also die Angel Blocks. Die machen wir mal kurz weg. Ich setze dann gleich aber mal die Kiste hin. Das werden wir gleich am besten mal machen. Habe zwar, glaube ich, so gut wie kein Holz mehr, aber mal gucken. Dafür reicht's noch. Sorry, nicht wundern, ich bin zwar jetzt nicht im Creative, aber die Angel Blocks kann man mit einem Klick entfernen. Gehen auch direkt ins Inventar. So, jetzt kommen die hier noch weg. Kommst dann schon mal weg. Und der da hinten. So, dann haben wir das schon mal. Wie gesagt, es darf nichts Wichtiges im Weg sein, sonst baut er das alles ab. Aber da nichts ist. Müsste das eigentlich passen. So, wir gehen aus dem Game Mode wieder raus. Denn wir haben ja unsere Puzzleteile hier und jetzt machen wir einfach Export. Das heißt, jetzt wurden die Teile genommen und hier in der Drohne programmiert. Wenn wir jetzt was anderes machen, das ist ja alles wieder rausnehmen und die neu programmieren, kriegen wir die Teile wieder oder die werden halt gleich benutzt, je nachdem. So, dann werde ich dich nochmal kurz ein bisschen aufladen. Ich habe zwar da nicht mehr viel Druck drin, weil ich habe das restliche Holz, was ich noch übrig hatte, da in der Truhe hier drin gemacht zum Verfeuern, damit das Ding immer was macht, aber naja gut. Du müsstest eigentlich wissen, wo du dich aufladen kannst. So, dann lassen wir das erste Mal unsere Drohne los. Einfach Rechtsklick, die braucht jetzt ein paar Sekunden, Minuten, um halt alles zu planen und dann geht's auch schon los. Ich denke mal, wir werden im Game Mode hinterherfliegen. High to Low haben wir eingestellt, das heißt, der fliegt jetzt erstmal dahin. Und müsste dann oben anfangen, das abzubauen.
Ich bin mal gespannt. Wie und wo er was macht. Taman? Ich habe keine Ahnung, wie er jetzt hier fliegt, wie er was macht. Ob er jetzt sinnlos hier oben rumfliegt oder ob er jetzt... Das habe ich keine Ahnung. Ich weiß nur, dass er auf jeden Fall die ja schon gerade abgebaut hat. Oder muss ich gerade wieder aufladen? Das kann natürlich auch sein. Das wäre natürlich ganz blöde. Da müsste ich da mal wieder ein paar Kohlen drin schmeißen. Weil die Station... Habe ich ja extra mit Dispenser-Upgrade gemacht für die, die sich gefragt haben. Da kann er sich nämlich selber aufladen, wenn er weiß, okay, ich habe wenig Energie. Dann kann er hergeflogen kommen und parkt über diese Station. Das wird er auch bestimmt machen. Genau. Und jetzt füllt er sich nämlich, deswegen sieht man hier das, der füllt sich jetzt nämlich auf. Und ja, ich denke mal, da werde ich jetzt Kohle reinhauen müssen. Denn wir werden ja später dadurch Holzkohle wiederkriegen. Nicht zu viel, aber nicht zu wenig. Hat er wieder genug? Oder konnte halt nicht mehr laden? Das müsste man gucken. Gehen wir mal kurz einmal wieder in Game Mode und dann gucken wir wieder, was er so macht. Lass uns hier durch. Denn das ist gespannt, weil mit so einem Bäumen, hohen Bäumen hatte ich es nicht ausprobiert. Ich hatte es an mit anderen Bäumen ausprobiert, aber wir werden ja gucken. Also abbauen tut er sich auf jeden Fall schon mal. Dauert natürlich alles ein bisschen länger. Wie man sieht, er baut es ab. Es dauert nur länger, weil er hat auch keine Werkzeuge. Man könnte ihm jetzt noch Werkzeug geben, dann wird es noch schneller gehen, denke ich mal. Also ich könnte ihm jetzt zum Beispiel da, glaube ich, eine Axt reinlegen in sein Inventar. Also hier jetzt nicht, aber ich müsste ihn abbauen, da drüben, da hinten und so. Aber dann könnte ich ihm auf jeden Fall was in sein Inventar legen. Es müsste aber jetzt trotzdem... Weil die Bäume sind, glaube ich, so gecodet. Wenn ich oben das Ding abhaue, fliegt alles, also wenn ich den Stamm abhaue, fliegt alles nur, was da drüber ist, runter. Da das ja der höchste Block ist. Deswegen sagen wir ja von oben nach unten, baut er natürlich da drunten jeden einzelnen Stamm ab. Das ist jetzt natürlich blöd, wenn er das hier nicht speichert. Wenn der sich da gleich wieder aufladen fliegt. Jetzt sind wir schon bei 2 Bar. Das hält zwar hier mehr aus, aber das bringt uns nichts, wenn der hier nicht so viel aushält. Aber hier sieht man ja schon, jetzt strömt das nicht, wenn der Typ dann gleich herkommt, die Drohne. Da seht ihr wieder, es strömt, er lädt sich wieder auf. Und da sieht man auch, wie der Druck schön runtergeht. Das wird jetzt so ein bisschen noch hin und her gehen. Das pendelt sich gleich hier alles aus. Du gehst auch gleich, denke ich mal, wieder runter. Dann kriegt das nämlich wieder seinen vollen Druck. Hier haben wir zum Beispiel 2,1 Bar, das sehen wir ja. Hier, das sehen wir jetzt nicht, was wir da haben. Ich müsste aber mal gucken. Und zwar müssten wir uns dann noch den hier mal craften. Burst und was brauchen wir hier? Erdkanister. Mal, das brauchen wir erst wieder Eisen. Und davon haben wir zwar. Davon haben wir noch was, aber da müsste ich gucken, ob ich gleich das Ding mal crafte. So, warum war ein Achterlädt noch? Gut. Ist ja wunderschön, dass du jetzt hier lädst. Aber. Oh. Wollte gerade sagen, das ist aber nicht, was du machen sollst. Du sollst arbeiten. Und dann hat er anscheinend mitbekommen. Gesagt, er ist nicht das Schnellste. Vom Abbau her. Da müsste ich ihm, glaube ich, ein Werkzeug in die Hand legen. Aber er macht seinen Job. Hat denn das Ding ganz hier gespeichert? Sieht nicht danach aus.
Judy, dann werde ich, denke ich mal, ich kann ja das noch kurz zeigen, wie das dann gleich so vonstatten geht. Und dann, also man sieht ja, er baut jetzt hier ab. Es dauert auch ein bisschen lange, deswegen werde ich ihm nachher wahrscheinlich mal Werkzeug ins Inventar legen. Und dann sollte es, glaube ich, auch schneller gehen. Wie gesagt, dazu muss ich dann aber erstmal diesen Bohrer hier bauen. Mit Hebel und Erdkanister. Da muss ich dann mal gucken. Also das Ding werde ich im nächsten, bis zum nächsten Part nochmal craften und dann werde ich euch das Ding nochmal von zeigen. Das ist da, um den abzubauen, damit man auch wieder kriegt. So, wie gesagt, ich nehme meine Maus weg, dass ihr nicht seht, der baut das von allein ab. Ich habe bis jetzt noch keine Option gefunden, um sein Tunwerkeln hier, was er macht, zu verstärken, also seine Power, die er hat. Weil normalerweise in Vanilla Minecraft bauen die schon ziemlich zügig ab. Auch ohne Tools. Da dauert es nicht so lange wie hier. Wie gesagt, ich werde ihm trotzdem mal ein Tool in der Hand drücken. Mal gucken, wie er damit klarkommt. Weil wie gesagt, es ist ja nicht ganz Vanilla, was wir hier spielen, sondern mit Mod. Und dadurch sind das dann auch andere Bäume alles. So, eventuell hat er jetzt hier das Problem. Ich glaube nämlich, ich hatte in der Testwelt mit Tools gehabt. Und das baut er natürlich jetzt hier nicht ab. Ohne. Gut, das heißt, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ich crafte jetzt hier hinten schnell nochmal die Wrench und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Ich hoffe wieder, dass euch dieser Part gefallen hat. Ich wünsche euch viel Spaß beim, was ihr mir gerade macht und sage ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Euer MC Arschl. Also, bye bye.